Nun denn, aus St. Gallen kommen selbstbewusste Töne, den Cup will man gewinnen und unter die besten sechs der Liga vorstoßen. So hat der Präsident verkündet und Peter Zeidler, der Trainer, soll es umsetzen. St. Gallen also bläst zum Angriff derweil beim FC Basel und seinen neuen Übungsleiter Timo Schulz noch vieles neu und ungewiss ist. Zu vieles, damit man auch mittelfristige Prognosen hätte abgeben können. Also wo steht Basel nach den vielen Abgängen? Ein erstes Indiz gibt es heute. St. Gallen mit starkem Beginn. Christian Witzig. Und schon nach zwei Minuten muss sich Marvin Hitz lang machen. St. Gallen bleibt seiner offensiven Linie treu und versucht mit der neuen Doppel-6 Quintilla und Rückkehrer Fazli defensiv etwas mehr Stabilität ins Spiel zu bringen, was noch nicht ganz optimal funktioniert. Ballverlust St. Gallen und dann geht's schnell. Barry gegen Diaby, zwei neue im Duell und Freistoß für den FC Basel. Fabian Frey wird sich der Ausführung annehmen. Sechs Minuten sind gespielt. Zunächst abgewehrt, dann Ndoye, der hat viel Platz, der hat viel Zeit. Pfostenschuss. Schrecksekunde für St. Gallen nach sechs Minuten. Ndoye hat alle Zeit der Welt. Köbels lässt ihn gewähren und dann prallt der Ball vom Rücken von Quintilla an den Pfosten. Und es gibt ja Eckball und dieser Eckball hat ein überraschendes Ende. Ndoye, diesmal weniger gelungen und dann geht schnell Gegenstoß. Plötzlich 2-1. Von Moos, Witzig lauert, aber schlecht gespielt von Moos. Trotzdem, die ersten 6, 7, 8 Minuten, sie waren packend und es geht im gleichen Stile weiter. St. Gallen investiert viel, Basel hat Abstimmungsprobleme, Witzig und wieder Pfostenschuss. Agustin schaut nur zu, wieder Schäferts nach getroffenem Aluminium. Basel präsentiert sich hinten anfällig. Basel weiß aber im Spiel nach vorne zu gefallen. Galifiori, schön gespielt, Ndoye, Agustin und die Chance ist auch nicht ohne. 36 Minuten sind da gespielt. Die erste Halbzeit, sie neigt sich langsam dem Ende zu. Der FC St. Gallen will nochmal was tun. Eckball für die St. Galler, diesmal kurz gespielt. Quintilla, Hitz mit Problemen, 1-0 für den FC St. Gallen. Was für ein Patzer von Hitz. Wobei der Aufsetzer von Quintilla natürlich tückisch war. Und dann stehen sechs Basler da, aber keiner bei Köbel. St. Gallen führt, führt verdient und das nach 38 Minuten. Aber die erste Halbzeit, sie ist noch nicht vorbei. Noch einmal gibt es Freistoß für den FC Basel. Fabian Frey. Ha! 1-1 aus dem Nichts hat man das Gefühl. Auch hier schwach verteidigt. Von Moos springt aus der Mauer und lenkt den Ball unhaltbar ab. 1-1, der Ausgleich quasi mit dem Pausenpfiff. Basel im Glück, der FC St. Gallen hadert 1-1 zur Pause. Zweite Halbzeit und die steht der ersten in nichts nach. Erst recht nach der Einwechslung von Nancolo und Möller. Hier Möller. Möller. Immer noch Möller. Und jetzt Achtung, was für ein Zuspiel. Möller, Zanotti. Latte. Witzig. Drüber. Mein lieber Mann. Wunderbar das Solo. Wunderbar das Zuspiel. Zanotti dann über den Torhüter weg. Aber auch nicht ins Tor hinein. Das Spiel immer noch. Hochklassig. Isaac Schmidt, schön gemacht von ihm. Akolo, Akolo, Marvin Hitz. Der bügelt hier seinen Fehler beim Gegentor wieder aus. Grandios. St. Gallen macht Druck. Basel kann sich kaum wehren und muss nach 69 Minuten einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Thierno Barry sieht hier zum zweiten Mal in diesem Spiel gelb und damit gelb-rot. Die gelbe Karte absolut vertretbar. Basel für die letzten 20 Minuten dezimiert. Und St. Gallen schiebt noch einmal ein paar Brickets nach, investiert noch einmal in die Offensive, macht noch einmal mehr Druck. Schlussphase. Quintilla. Görtler.
Immer noch Görtler. Nimmt Maß Görtler! In der 86. Minute steht das Stadion Kopf 19.000 Flippen aus. Ausgerechnet Görtler, dem man ein zerrissenes Verhältnis zum Trainer nachgesagt hat, erweist sich als Glücksfall. Denn es bleibt bei diesem 2:1 für den FC St. Gallen. Ein erkrampfter, ein erarbeiteter Sieg in einem spektakulären Spiel. St. Gallen schlägt zum Auftakt in die neue Saison den FC Basel mit 2:1.